16 Bars TV vom Splash 2012. Meine bislang, glaube ich, buntesten Gäste hier. Ja. Hey! Na. Wie heißt ihr alle? Habt ihr alle einzelne Namen oder seid ihr einfach nur die Flamingo Girls? Hast du die zusammengecastet, Fitti? Nee, die sind immer bei mir. Die sind immer da. Die kamen mal irgendwann angeflogen und dann sind sie bei Papa geblieben. Du bist der erste Rapper hier mit Mädels am Start. Ich dachte, das macht man so als Rapper. Bist du das erste Mal so als Rapper auf dem Splash, dass du die Mädels mitgebracht hast? Weil die anderen haben komischerweise keine Mädels dabei. Welche anderen? Sind hier noch andere außer wir? Nein, aber ich bin auch kein Rapper, oder? Ja, darüber reden wir gleich noch. Begrüßen müssen wir natürlich auch noch den Vokalmatador. Schön, dass du auch da bist. Geil. Ich glaube, ihr habt richtig gute Laune, weil wir können ja mal direkt damit beginnen, dass du verrückterweise auf einmal einen Slot bekommen hast, so wie das Schicksal es so wollte. Was ist passiert? Ja, schwuppdiwupp kam der Schletti an, der Little T, und meinte, Motrip, dem geht's nicht gut, der kann heute nicht kommen. Und ob ich nicht Bock habe, da mal eine halbe Stunde mit meiner Gang da auf die Aruba zu gehen. Und da ich die ja von gestern Abend schon kannte, da war ich ja mit Ronny Trettmann und Hackard Empire, haben wir da schon abgerissen ein bisschen. Da habe ich gedacht, naja, kenne ich ja und dann mache ich das halt mal mit. Ist natürlich jetzt sehr doof für Motrip und gute Besserung auch an dieser Stelle, aber du freust dich wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen. Auf einmal ist aus einem kleinen Auftritt sind gleich zwei geworden. Ja, und jetzt auch gleich eine halbe Stunde, ne? Klar freue ich mich auf jeden Fall. Aber es ist natürlich jetzt stressig, ne? Ich muss noch meine Auftritts-CD brennen. Man kann schon sagen, dass du momentan so ein kleines Glückskind bist. Also es passieren auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Sachen. Ja, geht gerade ganz schön schnell. So von Mai bis jetzt volle Pulle. Hat es was damit zu tun, dass du immer so fleißig gearbeitet hast und dir das alles hart erkämpft hast? Oder ist es gerade alles wirklich Glück und dir fällt es gerade alles einfach in den Schoß? Na, ich habe ja schon die ganze Zeit immer geackert und so und Quatsch gemacht und so. Und jetzt wurde es mal entdeckt, ne? Jetzt wurde es mal gesehen und wird interessant für andere. Was ich ein bisschen schade finde, ich glaube, 30 Grad hätte tatsächlich so zum Splash-Hit 2012 werden können. Aber wenn man sich das Wetter so anguckt, dann funktioniert das nicht so ganz. Ist doch voll trocken hier. Ja, hier jetzt gerade, aber ich weiß nicht, hast du das Gewitter gestern mitbekommen? Ja, oh, da sind wir gerade hergefahren, auf jeden Fall. Das war ganz schön hart. Aber 30 Grad muss ja nicht nur laufen, wenn gutes Wetter ist. Ich meine, wenn es regnet und du hörst 30 Grad, dann hast du es ja trotzdem im Herzen. Ach, schön gesagt. Ja. Tatsächlich. Stimmt, was machen Flamingos eigentlich für Geräusche? Im besten Fall gar keine. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich 30 Grad so rasant überall verbreitet hat, dass ich heute Nacht auf dem Zeltplatz, auf dem VIP-Zeltplatz, die ganze Zeit davon gestört wurde, dass gefühlte 80 Menschen die ganze Zeit 30 Grad morgens um 5 gesungen haben. Ja, echt krass. Hört man andauernd. Irgendwer singt es immer. Hast du eigentlich auch schon so Angebote vom Ballermann und so? Wollen die auch alle, dass du da performst? Oder ist es noch nicht so weit? Doch, habe ich gehabt, habe ich aber abgesagt. Ich bin nicht so ein Ballermann-Typ. Also ich würde dann da so auf so einer Spezialparty mal was machen oder so, ne? Aber jetzt nicht so klassisch Ballermann, glaube ich. Und Après-Ski-Party? Im Club oder was? Auf dem Klo? Minus 30 Grad? Vielleicht. Also eigentlich mache ich, wenn da was kommt, mache ich das. Aber Ballermann wollte ich nicht so gerne. Kommt vielleicht nochmal, wenn was Interessantes kommt, dann mache ich das, aber erstmal noch nicht. Wir haben ja das letzte Mal ganz kurz beim Kiss Cup darüber gesprochen, dass du einen schönen Vertrag hast bei 4Music. Ich glaube, das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen konkretisiert. Ich weiß nicht, was du verraten kannst, was dieser Vertrag umfasst. Was will 4Music mit dir anstellen und was willst du auch jetzt nutzen von diesem Vertrag? Die wollen natürlich mit mir weiter zusammenarbeiten. Und das Lustige ist, dass ich ja die ganzen Konzepte und die ganzen Ideen immer an den Start bringe und dass die mir jetzt sozusagen helfen, das zu realisieren. Ich muss denen jetzt nicht helfen, die goldene Platte zu holen, sondern ich helfe denen, die zu holen. Das heißt, du hast ziemlich freie Hand mit allem, was du tust. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann ja mal der Vokalmatador, wenn er hier gerade so neben mir steht, mal sagen, was jetzt gerade das Geheimnis von Fitti ausmacht. Ist es jetzt wirklich nur dieser eine Hit, dieses 30 Grad, oder steckt da noch mehr dahinter? Ich glaube, dass bei Fitti eine viel breitere Zielgruppe angesprochen werden kann, wenn man es so nennen will, als bei den klassischen Hip-Hop-Acts. Fitti feiern die Kinder, die Erwachsenen, egal welcher Herkunft, egal ob sie jetzt Hip-Hop-Leute sind, Techno-Leute, Pop-Leute sind. Er hat Mass Appeal. Und was heißt denn das? Mass Appeal, was ist das nochmal? Mass Appeal ist so, wenn man auch bei den Schwulen auf dem CSD spielen könnte. Ja, ich habe viele schwule Freunde so. Ja, ist cool. Auch Lesben und so und ist doch super. Es ist ja so, dass die Leute schon auch so ein bisschen über deine sehr außergewöhnliche Reimtechnik
Technik sprechen, weil da sind ja teilweise gar keine Reime vorhanden. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob du ihm da teilweise auch so ein bisschen unter die Arme greifst, was so die Texte betrifft. Nein, textlich kann ich ihm da nicht unter die Arme greifen. Ich habe ihm nur gesagt, versuch mal ab und zu einen Reim einzubauen, dann kann man sich leichter merken. Und das hat er sehr gut umgesetzt. Neuerdings sind nur noch Hits am Start. Na, nicht neuerdings, da sind schon noch ein paar, also sind auch schon ältere dabei. Aber, Hast du generell ein Problem mit Reimen oder warum scheust du dich so ein bisschen davor zu reimen? Nee, ich scheue mich nicht davor. Das Problem ist halt so, dass sich auf coole Wörter nichts reimt. Zum Beispiel? Ja, auf was reimt sich auf iPhone? Was reimt sich auf iPhone? Ach, fällt mir jetzt nichts ein, Alter. Also, vielleicht hast du recht. Ja. Ich weiß noch nicht, ob iPhone ein cooles Wort ist, aber... Ist es auch nicht, aber mir ist jetzt nichts spontan eingefallen. Ich habe zwei Bändchen gekriegt. Zwei Artist-Bändchen sogar? Ja, cool. Da solltest du mal eins abgeben. Ich glaube, hier gibt es viele Menschen, die haben sowas nicht. Eins mache ich ab und das andere behalte ich als Andenken. Wie lange bleibst du eigentlich noch auf dem Splash? Sonntagnacht. Samstagnacht. Samstagnacht fahre ich wieder nach Berlin und dann muss ich ins Flugzeug und dann fliege ich zum Frauenfeld. Und dann mache ich ja mit 1 Plus noch Co-Moderation live. Könnt ihr dann auch gucken. Und wenn da wieder jemand krank wird, kommst du vielleicht auch wieder an einen weiteren Slot? Klar, wenn ich auf dem Jacuzzi rauskomme aus dem Backstage. Vielleicht bist du ja auch derjenige, der irgendwie Leuten die Beine brechen lässt, damit du auf die Bühne kommst. Nee, das ist ein Blödsinn. Sowas macht der Fitti nicht. Ach Quatsch. Dann lass uns noch mal ein bisschen über die Vergangenheit sprechen. Das hattest du auch, angesprochen beim Kiss Cup, dass du früher mit Leuten auch viel gechillt hast wie Orgi und Zilla. Was kann man ansonsten über deine Vergangenheit verraten? Was hast du bis vor kurzem, bis das jetzt mit der musikalischen Karriere so geklappt hat, beruflich gemacht? Mit was für Leuten hast du dich umgeben? Ich bin ein gelernter Handwerker, Elektroinstallateur und habe seit 8 Jahren Kulissenbau gemacht für Film. Was für Filme hast du da so gebaut oder was für Kulissen? Der bekannteste war Das Leben der Anderen. Da gab es sogar einen Oscar für. Oder? Aber nicht für die Kulissen direkt. Nee, ich weiß gar nicht, wofür gab es den denn? Nee. Ich glaube, es war bester ausländischer Film. Ja, bester jamaikanischer Film war das. Weiß ich nicht, was das gegeben hat. Und dann, als bester ausländischer Film. Beim war Oscar, das? Ja. Wirklich? Ja. Ach, das ist ja ein deutscher Film. Das weißt Film. Du, ja? Ja. Krass, bist du schlau. Und dann habe ich dann mit den Filmleuten abgehangen halt und so und mit meinen Homies trotzdem noch. Und hat dich das dann auch inspiriert, mit diesen ganzen Schauspielern zusammen zu sein? Hat es irgendeinen Einfluss genommen auf deine jetzige Karriere? Auf jeden Fall, ich will nie so werden wie die. Fühlst du dich in der Musikwelt wohler als in der Schauspiel- bzw. Filmbranche? Im Moment noch. Weiß nicht, wie es weitergeht. Und wenn es mich nervt, dann höre ich halt auf. Dann mache ich was Neues. Es wird ja außerdem fleißig darüber spekuliert, ob MC Fitti jetzt einfach eine reine Kunstfigur ist, ob dieser Bart nur da ist, um eben nach außen hin diesen ganzen Style zu fahren, ob dieses ganze Miami und gute Laune, ob das alles nur quasi von dir konstruiert ist. Was kannst du dazu sagen? Bist du 100% der du jetzt bist, wenn du neben mir sitzt? Oder ist da auch ganz viel dabei, um eben musikalisch erfolgreich zu sein? Image? Bin ich so? Eigentlich bin ich. Erzähl doch mal, hier, plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen geplaudert war schon immer so. Und dann, als er Musik gemacht hat, war er weiter so und da kommen viele nicht drauf klar und deshalb ist er auch so erfolgreich. Ich habe ja auch gehört, es wird tatsächlich auch bald was kommen, release-technisch. Was, ich weiß gar nicht, ob man da schon konkret drüber sprechen darf. Doch, klar. Steht alles schon fest, dann erzähl mal. 27.07. EP, 30 Grad. Was ist da drauf? Ein paar Geschenke sind da drauf. Und natürlich das A Cappella und das Instrumental zum Remixen. Und wie sieht's aus mit so einem richtigen Album dann mal hinten dran? Hinten dran kommt dann erstmal noch die nächste Single, damit ein bisschen Geld eingespielt wurde. Kannst du da thematisch schon sagen, geht es dann in die Herbstrichtung oder in die Winterrichtung auch wieder so ein Themensong? Ja, also das hat ja immer ein Thema irgendwas, ne? Jedes Lied hat ein Thema, klar hat's ein Thema. Aber bei dir vielleicht so ein bisschen saisonal oder zu irgendwelchen Anlässen? Nee, nicht saisonal. Zu Anlässen könnte es passen. Es kann auch. Ist ein Situationslied. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen besser als 30 Grad. Ach. Ja, finde ich echt. Vielleicht wirst du damit dann auch mal charten. Mit 30 Grad erstmal, ja. Und dann damit auch nochmal, ja. Das heißt aber konkret, an einem Album arbeitest du jetzt noch nicht. Also doch, auf jeden Fall. Das Album ist eh schon seit ewig im Gange, so, weil ich ja meine Kunstausstellung eigentlich machen wollte. Mit dem Album. Das war ja der Urplan so.
Und da arbeite ich ja schon seit einem Jahr dran oder 2 Jahren oder 4 oder 5 Jahren, weiß ich nicht, mit meinem Produzenten halt. Und Lieder werden immer mehr. Wir nehmen immer mehr auf. Wir probieren viel aus. Wir sketchen viel ein. Und dann wird gemischt. Das alles zusammengemischt. Dann fliegen wir nach L.A. zu Eazy-E. Und dann schreiben wir nochmal ein Textchen da. Und dann kommt es raus irgendwann. Ich glaube, das Album kommt dann, wenn es kommen muss, so. Wenn es passt, so, weißt du? Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt in 3 Monaten ein Album, wenn ich noch gar nicht weiß, passt das denn dann in 3 Monaten in die Zeit? Wir lassen uns einfach überraschen. Zum Schluss ist natürlich noch die Frage, wie nehmen dich denn jetzt die anderen Rap-Kollegen hier so auf dem Splash? Also kommen die alle komplett freundlich und offen zu dir oder ist der ein oder andere dann vielleicht auch ein bisschen angepisst, weil er sich denkt, der MC Fitti überholt uns jetzt hier alle mit 30 Grad? Ich habe ja ehrlich gesagt noch gar nicht so viele gesehen und gesprochen und so. Woran liegt es? Hast du dich aus dem Backstage-Bereich ferngehalten? Sind da überhaupt welche im Backstage? Die sitzen alle in ihren Boxen, aber wir haben auch eine Box. Manchmal kommen sie auch raus aus ihren Boxen. Ja, ich habe echt noch nicht so viele gesehen. Masimoto habe ich vorhin getroffen, der hat mich umarmt. Das fand ich ganz nett, obwohl wir uns gar nicht so gut kennen. Och, aber süß. Wir sind ja auf dem gleichen Label, glaube ich, ne? Ja. Und sonst, Ronny Trettmann natürlich. Gibt es denn irgendwen, auf den du dich hier noch freuen würdest, sowohl was die Auftritte betrifft, als auch den du gerne einfach mal persönlich kennenlernen willst? Einfach mit deinen Flamingo-Girls und Vokalmatador abhängen. Eigentlich wollen wir chillen, ein bisschen Party, bisschen, ne? Mit unserem Wagen hier hin und her fahren ein bisschen. Bevor auch hier den Flamingo-Mädels die Arme abfaulen, würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß auf dem Splash, richtig, ganz viel Erfolg mit allem. Gibt es noch Worte, die du loswerden möchtest? Ja, ich grüße. Oh. Du hast jetzt aber hoffentlich nicht den Sound tot gemacht. Nee, läuft noch. Sind wir noch da? Ich danke allen Supportern. Und besucht mich im Internet und bestellt euch Sticker umsonst, die kommen dann immer zugeschickt. Und dann machen wir mal Next Level Shit. Dankeschön. Und danke nochmal.